Jetzt ist 9 Uhr. Um Nachmittag kann ich sie wieder abholen. Hallo, ich bin der Ruti. Ich bin auf meiner ersten großen Motorradreise und heute geht meine Lucy zur 10.000 Kilometer Inspektion. Ich bin hier in Moment. Ich bin hier in Fuengirola. Das ist, ich glaube, es gehört noch zu Malaga. Jedenfalls ist es ein Ort, der ist so 30 Kilometer weg von Malaga. Das war die kürzeste Etappe und ja, ich bin hier nur, um die Inspektion für meine Tenere zu machen. Ich hatte es eben von Deutschland so geplant mit der Inspektion, dass ich, weil ich in Afrika keine Panne haben will. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es schlau, kurz bevor ich nach Afrika übersetze, hier nochmal zur Inspektion zu gehen. Und ich habe schon gesehen, dass ich ungefähr die 10.000 Kilometer erreicht haben werde. Und ja, ich bin jetzt bei 8.300. Ich glaube, das passt ganz gut. Deswegen bin ich jetzt hier und schlage hier 2 Tage die Zeit tot. Ich bin mal gespannt, was die sagen morgen, wie das alles aussieht, Bremsen, Kette und so weiter. Ich weiß auch gar nicht so genau, ob das standardmäßig alles ausgetauscht wird. Ich denke mal nur, wenn es verschlissen ist. Da ist sie wieder, die Lucy. Da ist es alles in Ordnung bei der Inspektion. Die haben Öl gewechselt und den Ölfilter gewechselt. Und sonst, es gab nichts zu beanstanden. Hier sieht man, was sie alles gemacht haben. Die ganze Checkliste für die 10.000er Inspektion. Und das Beste ist der Preis. Ich hatte halt vorher im Internet geguckt, war ich in so einem BMW-Forum drin. Da haben die so, ja, für die 10.000er Inspektion immer so zwischen 600 und 800 Euro. Und da habe ich schon so, oh, das wird unangenehm. Und der Preis hier für die 10.000er Inspektion ist 168,71 €. Ich hatte für die 1000er Inspektion in Deutschland schon, ich glaube, auf jeden Fall über 200 bezahlt, wenn nicht sogar 300. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber da war ich schon ziemlich sauer, weil es halt nach einer Woche war, nachdem ich sie gekauft hatte. Das lohnt sich auf jeden Fall, ins europäische Ausland zu fahren, um die Inspektion zu machen. Da spart man ordentlich Geld und das kann man in die Reise, die man dahin macht, investieren. Und das Beste ist, sie haben es auch noch gewaschen. Ich weiß nicht, ob das immer dabei ist bei einer Inspektion, aber ja, sehr schön. Ich bin zufrieden. Jetzt sieht sie natürlich wieder nagelneu aus. Bis Marokko muss ich die noch ein bisschen wieder dreckig machen, weil so sieht sie zu wertvoll aus, glaube ich. Und 13 Kilometer sind mehr drauf jetzt. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob sie eine kleine Spitze gemacht haben. So viele Tenerés haben die wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, also die 700er, aber sei ihnen gegönnt und für den Preis sehr gerne. Ich freue mich und jetzt ist die Lucy bereit für Afrika. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr die Reise weiterverfolgen wollt, abonniert meinen Kanal und dann sollte ich Afrika vielleicht schon sehen morgen. Tschüssi. Zu der Kette hat er eigentlich, die scheint immer noch ganz okay zu sein. Ich war ja ein bisschen besorgt, weil die ein bisschen angerostet war und so. Aber ist nicht gewechselt worden, alles gut. Er hat halt nochmal erwähnt, dass ich die alle 500 bis 1000 Kilometer mal einsprühen soll. Aber sonst scheint es gut zu sein.